Hi, servus, vielen Dank. Ganz kurz zu uns. Wir sind eine Strategieberatung für Social Media Marketing und wir sind neu am Standort Frankfurt und haben uns vorgenommen, wir hatten das Gefühl, hier in Frankfurt gibt es noch nicht so genug Social Media Agenturen. Die meisten sind in Hamburg, München oder Berlin und wollen den Standort hier mal ein bisschen aufbauen. Und deswegen vielen Dank für das gute Intro, Tillmann. Das soll es auch schon gewesen sein vom Werbeblock. Ich möchte euch heute erzählen, was sind die dahinterliegenden Mechanismen von Social Media, was sind die Trends und wie kann man eine gute Social Media Strategie erstellen. Ja, wir haben jetzt schon vom SWR einen sehr, sehr coolen Vortrag gehört, wie man einen Instagram-Kanal gut betreiben kann. Habt ihr sehr gute Arbeit geleistet auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ein bisschen was über die aktuelle Rechtslage gehört. Und wie gesagt, wir konzentrieren uns ein bisschen auf Best Practices, aber damit es auch ein bisschen lustig wird, auch Worst Practices. Wenn wir an eine Social Media Strategie rangehen, stellen wir uns immer die Frage, was ist eigentlich aktuell der Status quo? Und die erste Frage ist meist dann immer die nach den Kanälen. Welchen Kanal soll ich denn nutzen? Wir bei Social DNA haben uns was ausgedacht. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht die Boston Consulting Group Matrix kennt. Wir haben die so ein bisschen umgemodelt und daraus eine Social DNA Kanal Matrix gemacht. Man sieht jetzt hier auf der rechten Achse unten die Nutzerzahlen. Also je weiter nach rechts, desto mehr Nutzer haben diese Kanäle. Und je weiter nach oben, ja, ich war auch nicht so gut in Mathe, deswegen weiß ich nicht genau, was die X und was die Y-Achse ist. Ganz oben ist das Wachstum am stärksten, das heißt, die wachsen noch, die Kanäle. Und das Erste, was interessant ist, Facebook kennt jeder, hat unglaublich viele Nutzer, 1 Milliarde etwa, ein paar mehr. Und es wächst aber nicht mehr stark. Also letztes Jahr wurde erstmals sogar ein kleiner Rückgang der Nutzerzahlen in Europa festgestellt. Deswegen ist jetzt die Frage natürlich, wenn man eventuell neu einsteigen wollen würde, ob man vielleicht Facebook nutzen sollte oder nicht. Anders sieht es ein bisschen aus mit YouTube. Kleiner Tipp, am Ende fotografieren, dann sind alle Kanäle auf der Matrix drin. YouTube wächst immer noch wahnsinnig schnell, ist für mich aber auch kein reiner Social-Media-Kanal, sondern wird eben auch viel sozusagen einfach als Broadcasting- und TV-Ersatz verwendet. Der Kanal, der noch schneller wächst, zwar noch nicht so viele Mitglieder hat, aber ist natürlich Instagram, wir haben es gehört und die gute Nachricht ist, ja, wenn man jetzt auf Facebook stark war, Facebook und Instagram sind sozusagen ein Kanal. Instagram wurde von Facebook gekauft damals und der Werbeanzeigenmanager im Hintergrund ist der gleiche. Das heißt, man kann dann entscheiden, pushe ich jetzt auf Facebook oder auf Instagram. Und jetzt kommen wir zum Kanal, den kennt eigentlich fast keiner, aber er wächst schneller als alle anderen. Ja, oder genauso schnell wie Instagram. Mal kurz den Arm heben, wer kennt TikTok? Boah, okay. Also das ist ein sehr gebildetes Publikum, das habe ich vorhin schon an den Fragen gemerkt. Aber vielleicht trotzdem mal ein kurzer Exkurs für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ja, die beiden jungen Damen, die ihr da seht auf der linken Seite, das sind Lisa und Lena. Wer kennt Lisa und Lena? Okay, ein bisschen weniger, immer noch ziemlich viele. Lisa und Lena, ja, haben 32 Millionen Fans auf TikTok gehabt. Ja, das, also fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Und die waren sogar so crazy, dass sie gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr drauf und die haben den Kanal einfach geschlossen. Aber das ist eine andere Story. Die Story da für mich ist in der Stelle, das ist ein Kanal, den kennen nicht viele Leute, außer die bis 20-Jährigen und ihr Experten. Und letztendlich ist dieser Kanal im letzten Jahr, war das die am häufigsten heruntergeladene App weltweit im ersten Quartal 2018. Und ich finde immer, dieser Kanal ist eine schöne Metapher auch für die Schnelllebigkeit von Social-Media-Kanälen und wie schnell es da auch möglich ist, Reichweiten zu erzielen. Ne? Genau, da gibt es Challenges, da gibt es sogenannte Lip-Sync-Battles und es ist eigentlich für die jüngere Generation so ein bisschen schon wieder Instagram-Ersatz, würde ich sagen. Ne? Und wenn wir jetzt mal weiterschauen in den Rising Stars, das sind für mich eben die, die noch nicht so groß sind, aber sehr, sehr schnell wachsen, gehört natürlich auch LinkedIn dazu im B2B-Umfeld. Und was auch ganz interessant ist, Xing, ja, hat in Deutschland, das ist jetzt auf Deutschland bezogen, noch knapp die Nase vorn vor LinkedIn, aber wird wahrscheinlich
nicht mehr so schnell weiterwachsen können. Letztendlich gibt es noch Pinterest. Von dem Netzwerk wurde mal gesagt, dass es von 90% Frauen genutzt wird hauptsächlich, hat aber auch ein sehr starkes Wachstum. Und dann gibt es Twitter. Da ist für mich die Story eigentlich, ja, wenn man die Tagesschau guckt oder ZDF oder Tagesschau beim SWR, ne? Dann hört man immer was von Twitter. Ja, das ist natürlich auch einer Person geschuldet, die wir alle vielleicht nicht so gerne mögen, die im Weißen Haus sitzt. Aber letztendlich, wenn man sich die Nutzerzahlen in Deutschland auch oder weltweit im Vergleich anguckt zu Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, dann ist Twitter doch recht überrepräsentiert, was natürlich viel daran liegt, dass das viel im PR-Bereich genutzt wird. Und der PR-Bereich, Zeitungen, alte Medien, die hinken natürlich auch oft hinterher, was Social-Media-Nutzung angeht. Ja, letztendlich das Question Mark. Snapchat wächst nicht mehr schnell, hat nicht so viele Nutzer, war mal ein großer Instagram-Konkurrent und dann hat Mark Zuckerberg einfach gesagt, der wollte die kaufen, dann haben die gesagt, nein, wir sind nicht käuflich, dann hat er gesagt, okay, dann kopiere ich einfach alles, was ihr könnt und mach's in Instagram rein und damit hat er die leider platt gemacht. Ja. Genau, so und wenn man sich mal mehr seine Social-Media-Strategie überlegen möchte, dann kommt ja häufig auch die Frage nach der Alterstendenz, also es ist natürlich so, dass junge Kanäle auch junge Nutzer haben und Kanäle, die schon länger gibt, haben auch ältere Nutzer. Jetzt mal hier gleich der Abbinder. Natürlich gibt es auch auf LinkedIn 16-Jährige und auf TikTok gibt es auch 60-Jährige, vielleicht leider. Aber im Schnitt, ja, ist es eben so, dass diese Kanäle etwa diesem Alter entlang analog sind. Ich habe ein schönes Beispiel dafür gebracht, warum das eigentlich Quatsch ist, was ich hier erzählt habe. Und zwar interessante Statistik im letzten Jahr, die am schnellsten wachsende Altersgruppe auf Instagram mit 358% Wachstum, die 60- bis 64-Jährigen. Ja, vielleicht solche Kollegen. Ja, das war jetzt kein Witz, der hat wirklich einen Kanal. Der heißt JD, könnt ihr alle abonnieren und dann knacken wir die halbe Million Marke vielleicht noch. Es ist ein bisschen Fake von mir, weil man muss sagen, sein Sohn oder sein Enkel hat diesen Kanal inszeniert und hat diese Person aufgebaut, aber es passt einfach ganz gut zu dieser Statistik. Ja, was sind die dominierenden Trends? Und da gibt es eigentlich einen Trend, der hält schon seit 3 Jahren an und es haben immer noch nicht die meisten verstanden. Und zwar ist das die sogenannte organische Reichweite von Unternehmensseiten. Organische Reichweite muss man vielleicht kurz erklären. Angenommen, ihr habt eine Facebook-Seite mit 100.000 Fans. Viele im Unternehmen oder auch Nutzer gehen davon aus, dass wenn sie jetzt einen Beitrag veröffentlichen, ohne Werbebudget dahinter zu legen, dass dieser dann auch von 100.000 Fans gesehen wird. Aber, weit gefehlt, es ist eben so, dass die organische Reichweite so zwischen ja, 2% bis vielleicht maximal 10-15% hochgeht, je nachdem, was man für einen Kanal hat. Das heißt, ja, wenn ihr jetzt eine Unternehmensseite mit 100.000 Fans habt, ihr habt da sehr viel Geld reingesteckt, viel Arbeit, viel Mühe, dann sehen das letztendlich vielleicht 2.000 Leute. Und das heißt eigentlich, dass normales Social Media Marketing ohne Werbebudgets und ohne Influencer Marketing Arbeitszeitdiebstahl ist. Ja, also wenn ihr quasi Social Media Manager in einem Unternehmen seid und ihr postet da schön Beiträge täglich, dann macht ihr das quasi umsonst. Dann hat eure Arbeit keinen Sinn und Zweck, weil so ein Social Media Manager kostet ein Unternehmen ja auch einiges und so einen Beitrag zu erstellen kostet eben auch einiges und letztendlich sieht das aber keiner. Das ist dann etwas deprimierend. Und ja, warum hat eigentlich Mark Zuckerberg diese organische Reichweite reduziert? Ich habe mal den Aktienkurs da entgegengesetzt zu diesem Trend. Ist jetzt kein Witz. Also natürlich ist es so, ja, organische Reichweite geht weg und dementsprechend müssen die Leute Geld in die Hand nehmen, Mediabudget, ja, und müssen dafür bezahlen. Und damit macht Facebook sein hauptsächliches Einkommen. Ja, zum Digital Advertising. Deswegen jetzt 3 Meta-Trends, die wichtig sind. Also der eine ist eben Digital Advertising. Und wenn man sich mal anschaut, ja, 2017 hat Digital TV Ad Spendings überholt. Ja, also das bedeutet, Werbetreibende geben mehr Geld aus, um Mediaschaltungen auf Google oder auf Facebook vorzunehmen. Das sind nämlich die beiden größten Gewinner von Digital Advertising. Und für 2020 ist dieser Trend prognostiziert für allein für Social. Also es ist wirklich, sozusagen, weltweit wird mehr Geld in Werbung auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und so weiter gesteckt als in TV-Werbung. Und ich finde das ja doch einigermaßen faszinierend, weil wenn ich mir mal
überlege, was so ein Super Bowl-Werbeclip kostet. Ja? Was glaubt ihr, wie viele Zuschauer hat der Super Bowl? Einfach reinschreien, bitte. 300 Millionen und mehr. 1 Milliarde. Also es waberte mal die Zahl von 1 Milliarde durch die Medien, habe ich in meiner Recherche gemerkt, aber das war Fake News. Tatsächlich sind es wohl derzeit so 200 Millionen Zuschauer. Also 300 war schon sehr, sehr gut, sehr nah dran. Und was schätzt ihr denn, was kosten denn 30 Sekunden Werbespot beim Super Bowl zu schalten? 20 Millionen. Kostet 5 Millionen. Und letztendlich erreicht man damit 200 Millionen Zuschauer in einem 30-sekündigen TV-Spot. Und das Problem ist, wenn ich Werbetreibender bin, einen TV-Spot schalte, die Zielgruppe vom Super Bowl ist extrem divers. Ja, sowohl was das Alter angeht, als das Geschlecht angeht, das Einkommen angeht, die Interessen angeht. Ich kann eigentlich gar nicht groß genau sagen, wen möchte ich da haben. Ja. Und das ist halt der Unterschied auf beispielsweise Facebook. Da kann ich sagen, ja, ich kann bis auf die Postleitzahl runtergehen, sagen, nur Leute, die jetzt hier gerade auf dem Webmontag sind, könnte ich mit Facebook-Werbung und Instagram-Werbung bespielen. Oder Leute, die Biotechnologie studiert haben und als Labortechniker arbeiten in einem Unternehmen von meiner Wahl. Diesen Leuten schalten wir Werbeanzeigen für unsere Kunden und haben damit so gut wie keine Streuverluste und können damit zu einem sehr, sehr kleinen Geld sehr, sehr große Erfolge erzielen, vor allem im B2B-Marketing. Und noch frappierender wird, wenn man gegenüberstellt, welche Reichweiten man einkaufen kann, weil letztendlich könnte man mit dieser Summe für ein Jahr täglich 3 bis 5 Millionen Menschen erreichen oder sogar insgesamt einmalig 1,5 Milliarden Menschen. Gegenüber 200 Millionen, also sozusagen, ja, vielleicht sind es mittlerweile auch nur noch 1 Milliarde, denn Advertising wird immer teurer in Social Media, aber fünffacher Media Value plus genauere Zielgruppen plus Tracking. Also ich sehe ja, wer hat mir sich das angeguckt, ich kann auf die retargeten, ich sehe, wer hat darauf geklickt, ich kann messen, wer ist auf meine Website gekommen und. Ja, der zweite große Trend, Influencer Marketing. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal das Thema. Influencer-Marketing funktioniert sehr gut, weil 33% vertrauen, was die Marken euch so erzählen, die Unternehmen. Und 90% vertrauen Bekannten oder Personal Brands. Ja. Das hier sind zwei sehr bekannte Influencer. Ja. Das hier, wer weiß, wer das ist, einfach reinschreiben bitte. Fast. Kendall Jenner ist das? Nicht Kylie? Kylie. Ah, ist Kylie? Nein, ist Kendall. Ah, aber es ist nicht Kim. Nee, das ist okay. Gut, danke schön. Dann habe ich mir das falsch notiert. Ich hoffe, die Zahl, die dazu stimmt auch. Sie verdient, hat 112 Millionen Instagram-Fans, ja, und verdient 1 Million US-Dollar pro Post. Ja. Wer weiß, wer das ist? Bibi, da sind die Experten. Ja. Bibi, ich habe mal recherchiert, was man online für Werte findet. Bibi ist ja so eine ganz down-to-earth, natürlich authentische Person, ne? Die nur ganz zufällig ihre eigene DM-Kosmetikmarke rausgebracht hat. Und die ganz nah an der Zielgruppe ist. Nee. Also stimmt natürlich nicht, verstehe das manchmal auch nicht, warum Influencer als authentisch wahrgenommen werden, aber bei vielen jüngeren Personen funktioniert es eben. Und letztendlich, ja, ist sie durch YouTube groß geworden, hat sie 5,5 Millionen Fans und man vermutet online, dass sie 110.000 Euro im Monat verdient. Also gehört eigentlich schon eher sozusagen in die Champions League. Ja. Ich habe jetzt mal irgendein Stockfoto genommen, der ist kein Bekannter. Durchschnittlicher Influencer habe ich ihn getauft. Ja. Durchschnittlicher Influencer, um die 100.000 Fans, kann aber auch pro Post so zwischen 500.000 Euro verdienen schon. Deswegen sind so viele junge Leute dabei und beschäftigen sich den ganzen Tag nur damit, Instagram-Posts zu machen, weil natürlich von vielen der Traum ist, damit Geld zu verdienen. Es ist natürlich relativ schwer. Letztendlich nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, weil mit Influencern werden auch langfristige Verträge und Kooperationen natürlich eigentlich gemacht und dann können die Preise natürlich auch verändern, aber das ist mal so ein grober Richtwert. Und ihr könnt sogar selbst testen, ja, wenn ihr einen Instagram-Kanal habt, wie viel eure eigenen Posts wert sind. Ich habe das mal für mich gemacht.
und kommen auf die phänomenale Zahl von 2,43 Euro pro Post. 500 Kontakte. Ja. Also das lohnt sich noch nicht, da bleibe ich vielleicht lieber bei meinem derzeitigen Job. Ich habe euch ja versprochen, es gibt auch ein paar Fails. Einer meiner Lieblingsfails ist eigentlich, ja, wie machen Influencer Werbung? Natürlich total authentisch. Da wird halt mal ein Beef in der Badewanne gegessen. Wer isst nicht gerne Beef in der Badewanne? Oder, ja? Aktuell isst man Beef in der Sauna. Okay. Ah, okay, ja. Also Beefy hat anscheinend eine Schwäche für besondere Orte. Ja, cool. Ja, oder ja, wenn man schick Fahrrad fahren will. Also erstmal schick Fahrrad fahren ist eigentlich schon komisch, aber wenn ihr mal im Abendkleid Fahrrad fahren wollt, dann vergesst auf keinen Fall euer Korallwaschmittel. Es sollte auf jeden Fall immer dabei sein. Aber Spaß beiseite, letztendlich Influencer-Marketing ist eine valide Marketing-Taktik und einige Influencer sind overpaid, zum Beispiel Kylie Jenner. Oh, nee, okay. Ah ja. Dann war das andere doch auch Kendall. Okay, ihr habt recht, ich habe Unrecht. Ja, einige Influencer sind overpaid, gibt aber auch viele andere, die noch underpaid sind. Also man sagt sozusagen, es gibt da ein Gap, genau wie im Advertising. Es gibt auch sogenannte Micro-Influencer und man kann halt sagen, okay, ich suche mir Leute, die noch nicht so von der Werbebranche ja, versaut sind. Und es gibt auch, wir sind viel im B2B-Marketing unterwegs, man glaubt es gar nicht, was da für Influencer gibt. Wir hatten was für einen Flugzeug-Innenausstatter gemacht. Und da gab es ein Cabin Girl, die hieß Cabin Girl, die hat einen Blog und die schreibt nur über Flugzeuginnenausstattung, Flugzeugsitze und so weiter und so fort. Also, und die hat man dann auf die Messe eingeladen und so weiter und das hat es sehr gebracht. Ja. Ja, und der dritte Megatrend ist Employee Advocacy oder Social Selling. Ja, das bedeutet letztendlich, ich benutze, klingt so negativ, ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern verbreite ich meine Botschaft über deren persönlichen Profile. Ja, also das heißt, größere Unternehmen, und das machen so derzeit so ziemlich alle, größere Unternehmen kreieren Programme, wo sie die beruflichen Profile ihrer Mitarbeiter auf LinkedIn und Xing aufwerten, denen Schulung geben, denen Inhalte zur Verfügung stellen und denen Ziele setzen und die sollen dann über beruflichen Profile Werbung für das Unternehmen machen. Wer das machen möchte, steigt schneller auf. Ja. Social Selling, ich weiß nicht, wer von euch ist alles auf LinkedIn? Okay, auch nicht schlecht. LinkedIn ist ja mittlerweile vielleicht auch so ein bisschen nervig geworden. Ich weiß nicht, ich habe hier so eine schöne Folie mitgebracht. Ja. Im Real Life ist Jane Supervisor. Ja. Und auf LinkedIn Regional Chief Leader Solution Evangelist Project Manager Business Guru Team Guiding Spirit. Das heißt, auf LinkedIn tut sich jeder so ein bisschen ja, besser darstellen, als er ist. So. Und jetzt habe ich eigentlich eine Folie, da wollte ich mal ein kleines Experiment mit euch machen, aber ich glaube, ich habe mein Handy da unten liegen lassen. Camilo, kannst du mir mal kurz geben? Öffnet mal bitte alle eure LinkedIn-App. Das ist übrigens mein Geschäftspartner Camilo. Vielen Dank. Öffnet mal bitte alle eure LinkedIn-App ja, und geht mal auf das Freunde-Symbol ganz unten. So. Oben, ja, das seht ihr hier auf der Folie, gibt es eine Funktion, die heißt Find Nearby oder In der Nähe aus. Klickt da mal drauf und wartet kurz. Ja. Letztendlich tauchen jetzt hier so viele sind wir auch nicht, Namen auf. Ich sehe schon 10, 15 Leute und wir können uns jetzt alle hier auf diesem Event vernetzen, connecten, wenn ihr Lust habt, schickt uns eine Anfrage und wir kommen zusammen. Okay. Genau. So, und dieses Employee Advocacy, warum funktioniert das so gut? Warum ist das so stark? Letztendlich, ich lasse es mal besser an, wenn ich jetzt einen Post auf LinkedIn veröffentliche, einen Beitrag, dann hat der 427 Views im Durchschnitt. Ist jetzt nicht super viel, ist ganz okay. Ja? Und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe mit 427, dann habe ich 10 mit 4270 Reichweite. Ja, und das geht dann eben exponentiell in die Höhe. Und wenn ich halt 5 Mitarbeiter in diesem Programm habe, habe ich halt eine 250.000 Reichweite, kostenlos. Ja, das sind Themen, die sind entstanden, alles durch dieses ursprüngliche Thema, dass Unternehmensprofile eigentlich keine Reichweite mehr haben. Ja, das ist eine valide Taktik. Und dieser Vortrag geht eigentlich noch länger, aber ich habe nur eine Viertelstunde Redezeit und möchte mich daher ganz herzlich bedanken.
Vielen Dank, Nemo. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Vielleicht noch vorab, Camille und ich bleiben auch hier noch ein bisschen länger und ihr könnt uns auf jeden Fall auch privat noch ansprechen, aber gerne jetzt auch öffentlich. Yes. Hallo, Hallo Nemo. Hi. Ich bin Social Selling Trainer. Geil. Und eigentlich hat man das ein bisschen anders verstanden. Das geht nicht darum, also zumindest da, wo wir das machen, dass jemand aufsteigt, sondern dass er sich selbst als Experte darstellen kann, um darüber seine Arbeit zu befördern. Ja, ob das nun jemand ist, der Sales macht, da ist es offensichtlich. Mhm. Jemand, der Pre-Sales macht, da geht es wirklich um die Expertise. Aber von einem schnelleren Aufstieg habe ich noch nichts gespürt. Also gibt es da vielleicht eine Vielzahl von Zielen, die ihr damit erreichen möchte? Absolut. Also das war jetzt, genau, das war auch eine relativ, das ist ein kleiner Aspekt. Es gibt halt Studien, weil wenn wir reingehen in ein Unternehmen und die von Employee Advocacy überzeugen wollen, dann ist halt A, häufig von Unternehmen die Angst, dass sie sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter nicht fit machen, weil dann werden die abgeworben von anderen Unternehmen. Und von den Mitarbeitern gibt es häufig die Sorge, ich möchte da nicht mitmachen, weil das bringt mir nichts, das bringt nur dem Arbeitgeber was und ich werde benutzt. Und ja, für beides gibt es eben gute Gegenargumente. Es gibt einige Studien, die belegen, dass Mitarbeiter, die an diesem Programm teilnehmen, auch überdurchschnittlich schnell in diesen Unternehmen Karriere machen und weiterkommen. Letztendlich hilft es denen aber natürlich auch persönlich, sich weiterzuentwickeln. Und sie bekommen ja auch Schulungen und entwickeln sich einfach auch weiter in ihrer Präsenz und ihrer Meinungsführerschaft. Da hinten ist noch was. Dankeschön. Meine Frage ist, gibt es da Unterschiede zwischen den Branchen? Weil ich persönlich bin seit fast 10 Jahren auf LinkedIn und habe das in der Form noch gar nicht wahrgenommen. Mhm. Habe aber vielleicht auch ein Netzwerk, was vielleicht konservativer ist, traditioneller, weiß ich nicht. Möchte ich jetzt aber auch nicht ausschließen. Also wir kennen das, ich glaube, das Phänomen trat erstmals auf bei den großen Softwareherstellern, also Dell ist da zum Beispiel so ein Vorreiter. Also es ist natürlich, Social Media ist ja generell ein stark US-amerikanisch geprägtes Phänomen, das hat sich jetzt natürlich aber auch in China sehr, sehr gut entwickelt und wurde in Europa angenommen und in Lateinamerika und so weiter. Aber ich vermute mal, dass diese Unternehmen, die da eben auch schon relativ weit sind, als erste damit begonnen haben. Deswegen wäre jetzt mal meine Hypothese, dass, sag ich mal, langsame Branchen, die noch wenig Social-Media-affin sind, das relativ wenig machen und auch Branchen aus dem B2C-Bereich. Also wir sagen immer, das lohnt sich eigentlich vor allem für Unternehmen, die relativ erklärungsbedürftige Produkte haben, weil da lohnt es sich, dass eben der Sales-Guy auf LinkedIn aktiv wird und dann eben dort auch seine Leute überzeugen kann. Also erklärungsbedürftige Produkte, Vertriebsorganisation, großes Unternehmen, IT-affin, das sind so, sage ich mal, so die ersten, wo ich sagen würde, die machen das. Aber also es gibt auch andere Unternehmen, SAP, Heidelberg Zement und so weiter, die damit anfangen. Gibt es da auch Unterschiede beim Branchenimage? Wie ist die Frage? Verstehe ich nicht genau. Die Frage bedeutet einfach, dass unterschiedliche Branchen ein unterschiedliches gesellschaftliches Ansehen haben. Und ganz gleich, welche Schlagzeilen gerade durch die Medien gehen, heißt es, dass es Branchen gibt, wo der Konsument oder Kunde weniger nachtragend ist oder wo gewisse Dinge länger in Erinnerung bleiben. Mhm. Und ich glaube, da sind wir hier in Frankfurt sogar an einem recht traditionellen Standort. Ja, absolut, genau. Also es gibt ja generell Unternehmen, ja, klassischerweise aus der B2B-Branche oder Unternehmen, die eben generell aus anderen Gründen sehr, sehr vorsichtig sind und Angst auch vor Shitstorms haben. Die sind da natürlich viel bedeckter, ja, da würde ich dir recht geben. Da war noch eine Frage. Ich versuche euch übrigens anzugucken, aber ich sehe nichts, weil ich werde geblendet. Okay. Wenn wir jetzt dieses Social Selling machen, wie kriege ich dann die Reporting-Zahlen von meinen einzelnen Mitarbeitern? Also dann habe ich ja Probleme, die Reichweite zu messen, oder? Ja, es gibt zwei Wege. Entweder manuell, also wir haben es auch schon so gemacht in einem Projekt, dass wir dann eben erstmal mit einer Pilotgruppe gestartet sind von 10, 15 Leuten und haben die dann wöchentlich gebeten, uns Screenshots von ihren Reichweiten zu geben und die dann manuell konsolidiert. Ja.
Es gibt aber auch Tools, wie beispielsweise SMARP, das ist ein Toolanbieter, mit dem wir zusammenarbeiten. Da kriegt jeder Mitarbeiter, der da mitmacht, einen Zugang, ein eigenes Profil. Und die sind dann connected zu deren Channels. Die sind auch datenschutzkonform und dieses Tool misst dann auch konsolidiert die Reichweiten. Das heißt, wenn man als Organisation reifer wird, dann implementiert man dafür auch Tools, Prozesse, eigene Ausbildungsstätten, um das eben noch professioneller durchzuführen. Ich hänge mich mal an der Stelle rein. Unser Betriebsrat verhindert genau das. Also es gibt keine Messung der Reichweite von Mitarbeitern, der Aktivitäten von Mitarbeitern. Punkt. Bei euch? Ja. Ja. Und danke für den Hinweis mit diesem LinkedIn in deiner Umgebung. Ich glaube, wir werden es beim Webmontag als Besucheranzahlmessung einführen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Nemo, gibt es noch eine letzte Frage? Ansonsten ja. Vielen Dank. Dankeschön. In der Pause.